requires foundation on above floor before placement. Ach du Scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Oh Gott. Auch nochmal komplettes Fundament machen. Oh Gott, okay. Huch. Okay, und jetzt mal... Ach, da kommt ihr einfach so hin. Ah. Okay. Kann ich vielleicht für... So. Ich habe den Ton ausgestellt. Der ist ja absolut grausig. Okay, das heißt... Ach du Scheiße. Das heißt... Hier kann ich jetzt aber... Ah, okay, gut. Okay, okay, okay. Okay. Gut, Rolltreppe wird gemacht. Das heißt, wir müssten eigentlich einen extra Bereich für die Anreise machen. Oder wir legen das um. Moment. Genau, weil wir machen das hier mal kurz weg. Und dann machen wir die Anreise in die Mitte. Wo ist noch Anreise? Okay, habe ich nicht gesehen. So. Ich hoffe, das geht. So, wenn wir die Anreise in die Mitte machen und wir gehen jetzt eins höher und sagen, benötigt Fundament im Stockwerk drunter. Oh nein! Bau abbrechen. Aber was wäre es so? Ach so, rot heißt geht nicht. Ah, okay. Also tendenziell hätten... Ach, Moment. Ach so, nee, dann können wir ja nicht rüber verbinden. Alter, wie bescheuert ist das denn? Wir können nicht über Straße bauen. Das ist etwas sehr behindert. Und auch echt schade, muss ich sagen.
Gibt's da keine Brücke? Okay, dann geht der Plan ja schon mal nicht, den ich machen will. Boah, jetzt lass mich mal echt blöd überlegen. Wie wir das jetzt am geschicktesten machen? Oberer Teil Anreise, unterer Abreise? Ist auch blöd, oder? Wenn wir... ...26 und hier haben wir, glaub ich, mehr. Hier haben wir 31. Dann könnten wir hier oben tendenziell die Anreise machen. Also, wenn wir hier die Anreise machen, flup, weil die Anreise verbraucht eigentlich weniger Platz. Ja, weil die Busse kommen ja auch hierher, liefern ab und nehmen dann mit. Also so denke ich mal, dass sie es machen werden. So, dann beginnt es eigentlich ja immer mit dem Check-in, das heißt, da stehen dann überall Bekleidungsstand. Okay. Erfordert einen sicheren Bereich, ja? Okay. Also, wir brauchen... Wo haben wir's? Digitales Werbe. Dies kann die Passage wirklich stören. Okay. Na, dann will ich es nicht. Eleganter Stuhl A. Rolltreppe nach oben. Ja, das machen wir alles nachher. Lebensmittel, Springbrunnen, Mülltonne, Gateschalter, Ausweiskontrolle, Küchenspüle. Metalldetektor, Zauntor, Flutlicht. Ach Gott, das, was erfordert das eigentlich? CTO. Okay. Personaleingang. Türen können auf einer Mauer platziert werden und dienen dazu, verschiedene angrenzende Räume oder Bereiche deines Flughafens zu trennen. Nur dein Flughafenpersonal kann diese Tür benutzen. Oh! Das gab's vorher auch nicht. Check-in-Schalter, da haben wir ihn doch. So, wie war das jetzt nochmal genau? Oh, okay. Gut. Hier unten ist der Eingang. Das heißt, hier oben geht dann das Gepäck raus. So. Und dann... Ja, da können wir einige Check-in-Schalter bauen. Wir sind ja auch ein großer Flughafen. Aber es muss aber auch noch Bereich sein für die Sicherheit. Ja, okay, ist gegeben. Okay. Ja, das sollte tendenziell mal reichen. Dann können wir hier...
Was heißt, zeige alle Warteschlangen und Zuordnungen in deinen Flughafen auf einmal? Nein. Oh? Ja, jetzt machen wir hier überall eine Schlange hin. Okay, das haben sie etwas umgeändert. Ich weiß noch, dass ich es früher immer so gebaut habe. Ich weiß halt nicht, ob das mittlerweile irgendwie umgeändert werden muss. Wir müssen auch diese Warteschlange noch diesem Gate da hinten zuordnen. Ups, das war zu lang. Achso. Genau, so. Wie... okay. Moment, Moment. Zuordnen zu. Ah, ich kann da. Ah, ich kann da speziell sagen, wem. Wow. Naja, dann machen wir hier mal nur Flug. Diesem zuordnen zu dem zuordnen. Zuordnen. Flugcrew. Heißt? Okay, ja, dann machen wir hier hinten halt so. Economy, Economy. Ups, nein, nicht mehr zuordnen. Ach, was mache ich denn? Ich ordne die jetzt erstmal allen zu. Und dann müssen wir gucken, wie wir das unterteilen. So, gut. Ich würde sagen, wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 24. Das heißt, wenn wir 8 mit... Wenn wir 8 erste Klasse machen. 4. Fünf, sechs, sieben, acht. Oh, und da machen wir hier die erste Klasse aus. So, weil die meisten würden wahrscheinlich nicht erste Klasse fliegen. Also ich weiß es nicht, aber wir werden es einfach mal testen.
So. Das heißt, wir brauchen hier natürlich auch jede Menge Schiebetüren. Tür. So, große Schiebetür. Zack, zack, dahin, zack, zack, dahin. So, das müsste eigentlich reichen.